Sie haben etwas mit dem Fernsehen zu tun, habe ich gehört. Mit dem Fernsehen? Das hat mir meine Enkelin erzählt. Oh. Sie arbeitet in der Stadtbibliothek. Oh, ja, ja, natürlich. Sie war sehr hilfsbereit. Sie sagt, Sie seien sehr, ja, wie war das Wort? Ach ja, sehr sexy seien Sie, hat sie gesagt. Sie braucht wohl eine stärkere Brille. Nein, nein, das würde ich durchaus unterschreiben. Was glauben Sie? Ich bin erst 77. Das ist ausgeschlossen. Doch, 77. Ich höre, Sie interessieren sich für Francis Lennox. Ja, ja. Ich habe ihm Lesen und Schreiben beigebracht. Ah, Sie waren Lehrerin? Ja, über 40 Jahre lang. Sein Vater ist auch schon mein Schüler gewesen. Erzählen Sie mir über Francis Lennox. Ja, er war der hübscheste Junge, den man sich denken kann. Und gescheit und tapfer wie ein Löwe. Lehrerins Liebling. Ich fand ihn unausstehlich. Jetzt hätten Sie mich fast zum Narren gehalten. Ja. Ich habe nicht viel vom Leben gelernt. Aber eines doch, Misstrauen gegen Vollkommenheit. Was war vollkommen an Lennox?